Wandsägearbeiten mit Kernbohrungen. Der mit den Maßen 2,5 x 2,5 Metern und 6,25 Quadratmetern gewünschte Wanddurchbruch wurde mit einer Hilti DST20CA Wandsäge und einem Hilti DD350CA Kernbohrer erstellt. Vor Beginn der Wandsägearbeiten wurden mehrere Kernbohrungen mit 20 cm Durchmesser in der 200 mm starken Wand erstellt. Durch die entstandenen Eckbohrungen wird ein Überschnitt durch die Hilti DST20CA Wandsäge vermieden. Ein Verzicht der Kernbohrung hätte einen Wandrückstand und einen Überschnitt des Sägeblatts zur Folge. Die dargestellte Visualisierung verdeutlicht den Vorteil einer vorweg erstellten Kernbohrung. Unnötige Überschnitte würden die Statik einer Wand schwächen. Durch den Einsatz einer Kernbohrung bleibt die statische Belastbarkeit der Wand jedoch bestehen. Das Kernbohrgerät besitzt einen automatischen Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen mit mittleren und großen Durchmessern bis 500 mm. Das DD350CA besitzt eine Nenneingangsleistung von 3600 Watt und wurde mit einer Vakuumgrundplatte befestigt. Zur Führung der Wandsäge wurde eine Sägeschiene entlang des geplanten Sägeschnitts installiert. Die kraftvolle Hilti DST20CA kommt dank integrierter Steuerelektronik ohne eine externe Elektrobox aus. Mithilfe des integrierten Cut Assist wurden die gewünschten Sägeschnitte voreingestellt und im Nachhinein automatisch realisiert. Eine intelligente Funkfernbedienung ermöglicht ein kompakteres und schnelleres Arbeiten. Sie besitzt eine Nennleistung von 20 kW und fasst Sägeblätter mit einem Durchmesser von 600 bis 1600 mm. Mit dem DD350CA Kernbohrgerät wurden ebenfalls Kernbohrungen für einen leichteren Ausbau und Abtransport der Betonsegmente durch einen Radlader erstellt. Hierfür wurde der Wanddurchbruch in 4 Segmente unterteilt.